Ihr Lieben, es ist Ende Februar. Alle Zeichen stehen auf Ende des Lockdown. Ab März werden wir die evangelischen Kirchen in der Neckarstadt auch wieder für Gottesdienste öffnen. Heute aber kommt die Predigt nochmal aus dem Homeoffice. Der Predigtext ist für den heutigen Sonntag Reminiscere, das Weinberglied des Propheten Jesaja. Da spricht er unter anderem: Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er verwüstet werde, und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Nach so einem langen Lockdown und Fasten von Gottesdiensten und anderen Begegnungen unserer Gemeinde wird vom Weinberg des Herrn noch etwas übrig sein, wenn wir die Kirchentüren wieder öffnen. Inzwischen sind viele Gedanken darauf verwendet worden, wie Kirche in Zukunft aussehen wird. Erst gestern gab es für alle Mannheimer Gemeinden einen Impulstag zur Zukunft der Kirche. Natürlich digital. Für mich kam raus, ganz sicher wollen wir nicht hinter unsere Errungenschaften der hybriden Gemeinde zurück. Was? Sie haben noch nicht gehört, was das ist? Hybride Gemeinde? Eine Gemeinde, die digital und präsent kommuniziert, miteinander lebt, lobt und Gott feiert. Die Neckarstadt Digital. 170 Klicks hat inzwischen unser Online-Gottesdienst auf unserem YouTube-Kanal vom vergangenen Sonntag. Jeweils am dritten Sonntag im Monat haben wir nämlich einen Online-Gottesdienst bekommen. Und damit haben wir mehr Menschen erreicht, als wenn wir präsent in allen unseren Kirchen gefeiert hätten. Und noch besser, wir haben viele Rückmeldungen bekommen. Herzlichen Dank dafür. Wir sind also in Kontakt miteinander. Auch unsere Konfis haben noch nicht aufgegeben, obwohl die Gemeinde eher ruht, nicht wahr? Sie kommunizieren über den Messenger Signal wegen des Datenschutzes. Sie nutzen Padlet und sogar die antiquierte E-Mail. Die Ältesten tagen via Zoom, die Dienstgruppe auch. Wir schreiben, wenn es klappt, monatliche Newsletter. Was? Sie sind noch nicht angemeldet? Auch unser erster Online-Plausch, eine digitale Form unseres Kirchcafés, ist ganz gut gelungen. Außerdem wird unsere Homepage und unser Facebook-Auftritt fast täglich bestückt. Jede Woche Sonntag gibt es tolle hausgemachte Musik. Mal von unserer neuen Kantorin Beate Rux-Voss, mal von anderen Musikern unserer Gemeinde. Und natürlich gibt es sonntags auch eine Predigt. Den Newsletter für Familien will ich noch erwähnen. Den gibt es jede Woche in ökumenischer Verbundenheit. Und wir arbeiten gerade an unserer Instagram-Präsenz. Die Telefonandachten haben Sie sicher täglich gehört. Und alles Weitere können Sie ganz bestimmt selbst über die verschiedenen digitalen Kanäle erforschen. Kinder und Enkel helfen da gern, das weiß ich, auch wenn sie weiter weg wohnen. Sie freuen sich, wenn sie gebraucht werden und sie unterstützen können. Einfach mal fragen. Manchmal hilft es auch im Pfarramt zu fragen. Da kann dann schon mal eine Pfarrerin den Online-Gottesdienst vom letzten Sonntag auch am Dienstag danach zeigen und all diejenigen dazu einladen, die keinen Computer zu Hause haben. Das war mein digitaler Werbeblock. Lassen Sie mich wissen, wie ich Sie digital erreichen kann. Und ich schicke Ihnen Newsletter oder Predigten, Gesprächsangebote, Gebete oder was Sie brauchen, direkt nach Hause in Ihr Postfach. Die Neckarstadt ist aber nicht nur digital präsent, auch ganz präsent, präsent. Gruppen und Kreise dürfen sich noch nicht treffen, außer für Andachten. Natürlich mit ausgefeiltem Hygienekonzept. Für die größeren Gottesdienste in den Kirchen hat der Ältestenkreis ab März sein Ja erteilt. Wir beachten die Inzidenzzahlen. Auf den Friedhöfen waren Beerdigungen ja eh die ganze Zeit möglich. Unsere Diakoniekirche Luther ist täglich vormittags geöffnet für alle und auch ganz besonders für alle in Not,
sei es finanziell, beratend oder Gespräche suchend. Mit Frühstück to go und natürlich dem Computerraum. Nächstes Wochenende geben wir Essen für Bedürftige aus. Und alle Seelsorgenden lassen sich gern zu Fensterbesuchen, Telefonaten oder Einzelgesprächen in den Kirchen oder auf Spaziergängen ansprechen. Unsere Kitas waren und sind immer offen. Und unsere Kindergottesdienst-Teams haben sich viel Mühe mit den Briefen für die 1000 Kinder unserer Gemeinde gegeben und arbeiten schon am Osterbrief. Die Musikerinnen, die bei den Online-Gottesdiensten ganz real dabei sein durften, Kantorei und Popchor, Solisten, die schwärmen noch heute davon und proben schon jetzt für die anstehenden Gottesdienste und Konzerte. Mehr dazu im aktuellen Gemeindebrief. Ganz real, aber auch digital. Übrigens, der Weltgebetstag, der findet am 5. und 6. März statt. Wir sind schon ganz fleißig mit den Vorbereitungen zugange. Er findet übrigens hybrid statt. Was hat das alles mit dem Weinberglied des Jesaja zu tun, dem harten Gerichtswort für diesen Sonntag? Jesaja teilt seinem Volk und ganz bestimmt auch uns mit, dass Gott sich zurückziehen wird und den Weinberg sich selbst überlässt. Gott nimmt in Kauf, dass der Weinberg vereinsamt, wenn er keine Früchte bringt. Gott überlässt den Weinberg sich selbst. Liebesentzug und Schweigen sind seine Strafe. Aus der Geschichte wissen wir, dass Liebesentzug die härteste Strafe ist, die man Menschen zufügen kann. Generationen sind darüber zerbrochen. Warum sollte Gott so eine Haltung einnehmen? Die Bibel durchweg Zeugnis der Offenbarung Gottes gibt hier die Antwort. Gott wird in der Bibel nicht nur erfahren, sondern ebenso oft vermisst. Er wird nicht nur gewusst, sondern mindestens so oft ersehnt. In dieser Sehnsuchtshaltung lässt sich eine Gegenwart Gottes entdecken, die auf den ersten Blick gar nicht zu vermuten war. Der Predigttext, der hat so eine merkwürdige Spannung. Er, der Freund, legt den Weinberg an. Er grub ihn um und entfernte die Steine und bepflanzte ihn mit den edelsten Reben. Er baute mittendrin einen Turm und hob eine Kelter darin aus. Und dann heißt es, ich entferne seine schützende Hecke. So wird der Weinberg zur Weide. Seine Mauer reiße ich ein, dann wird er zertrampelt. Zu Ödland will ich ihn machen und ich verbiete den Wolken, ihm Regen zu spenden. Es scheint, als sei derjenige, der den Weinberg angelegt hat, und derjenige, der ihn niederreißt, zwei verschiedene Personen, er und ich. Und es scheint, als wolle nicht der Besitzer den Weinberg zertrampeln, sondern ein anderer. Nur, wer ist der Gärtner und wer ist der Bestrafende? Und wenn nicht Gott, wer droht dann mit Strafe, mit dem Liebesentzug? Im Neuen Testament, in der Geschichte vom unfruchtbaren Feigenbaum im Lukas-Evangelium, ist es auch so ein Zwei-Personen-Stück. Ein Besitzer will einen Feigenbaum, der keine Früchte trägt, abhauen lassen. Doch der Gärtner bittet, Herr, lass ihm noch ein Jahr. Herr, lass ihm noch dieses Jahr. Auch hier bleibt offen, welche Dimension die Figuren symbolisieren. Ist Gott der Gärtner, der noch ein Jahr erbittet? Oder ist Gott der Besitzer, der auf die Bitte noch ein Jahr gewährt? Sollte Gott der Gärtner sein, stellt sich die Frage nach dem Besitzer, der das Abholzen fordert. Ist der Prophet gemeint, so wäre der strenger als Gott selbst. Und dann würde das Lied vom Weinberg nicht von Gottes Strafe handeln, sondern von der Drohung eines Menschen. Ich stelle mir Folgendes vor. Beim Weinberglied und beim Ringen um den Feigenbaum
handelt es sich jeweils um einen ewigen Dialog. Ein Dialog, der jedes Jahr neu geführt wird, weil sich jedes Jahr ein Mangel an Früchten feststellen lässt. Das ist doch eine spannende Vorstellung, wie bei Albert Camus' Sisyphos. Gott wäre dann ein glücklicher Gott, der immer wieder umgräbt, auch wenn er keine Früchte findet. Der jedes Jahr wieder sagt, lass ihm doch dies Jahr. Unsere Situation verstehe ich auch so. Unsere Gemeinde ruht Corona-bedingt gerade etwas aus. Man könnte vermuten, dass sie sich davon nicht mehr erholen wird. Kontaktverbot, Liebesentzug, Vereinsamung. Welche Früchte soll das denn getragen haben? Ich stelle das mal so in den Raum. Hybride Früchte. Ich mache gerade die Erfahrung, dass Gott nicht an Präsenzgottesdienste oder unsere Kirchengebäude gebunden ist. Er kann sogar digital. Und eigentlich ist es wie in jedem Jahr. Gott sucht uns auf verschiedenen Wegen und wir dürfen uns finden lassen, jederzeit neu. Dass die Früchte unseres Weinbergs inzwischen auch weltweit zu sehen sind, wow, das macht mir Gänsehaut, schreckt mich aber nicht. Denn Gottes Botschaft ist mit Abstand die beste. Er gibt Hoffnung, sogar über den Tod hinaus. Ganz präsent und auch digital. Was für ein Gott. Gut, dass wir alle davon erzählen können. Pfarrerin Heike Springhardt, vor kurzem noch in Mannheim, mittlerweile aber in Pforzheim, hat ihre Gedanken zur Kirche der Zukunft gestern bei unserem Impulstag, der digital war, deswegen war sie auch in Mannheim, so formuliert. Die Kirche der Zukunft wagt mutig und gelassen neue Wege. Die Kirche der Zukunft spricht in vielen Sprachen, mit Lust am Wort, am Bild und an der Musik. Die Kirche der Zukunft weiß um die Kraft der Kooperation und denkt über ihren eigenen Gartenzaun, Kirchturm und Sozialraum hinaus. Die Kirche der Zukunft traut sich selbst und anderen etwas zu. Und die Kirche der Zukunft muss nicht alles selbst machen und können. Die Kirche der Zukunft erhebt die Stimme für die, denen sonst kaum Gehör geschenkt wird. Die Kirche der Zukunft traut dem Geist Gottes zu, auch jenseits der Mauern unseres Denkens und unserer Gebäude zu wirken. Die Kirche der Zukunft nimmt an der Leidenschaft Gottes teil. Die Kirche der Zukunft ist gastfreundlich und menschenfreundlich. Und die Kirche der Zukunft verliert auch in der Gegenwart weder die Nerven noch den Mut. Und eins habe ich jetzt ausgelassen, nämlich was ganz konkret und praktisch dazu beitragen könnte, dass es gerechter zugeht in unserer Welt. Hier vor Ort und weiter weg, das klagt der Prophet Jesaja ja ein. Dazu habe ich allerdings auch ein paar Ideen. Aber das Jahr fängt ja gerade erst an. Darum meine Einladung. Wer trinkt denn demnächst ein Gläschen Wein oder Traubensaft mit mir, gern auf einem Spaziergang in den nahegelegenen Weinbergen der Weinstraße? Nehmt einfach Kontakt mit mir auf. Eure Judith Nato, Pfarrerin in der Neckarstadt. Friede sei mit euch. Bleibt gesund. Euch allen eine gesegnete Woche. Geht mit Gott.